Basweiler hat 28.000 Einwohner und liegt am westlichsten Zipfel Deutschlands in der Nähe von Aachen. Nach dem Wegfall des Steinkohlebergbaus musste die Stadt einen wirtschaftlichen Strukturwandel durchführen, der heute abgeschlossen ist. Mittelständische Industrieunternehmen, ein Gründerzentrum und die Landwirtschaft sind heute prägend. Basweiler hat über 20 kommunale Gebäude auf deren energetisches Optimierungspotenzial hin überprüft und entsprechende Sanierungen beschlossen. Seit 2009 wird das Gymnasium samt Turnhalle in 4 Bauabschnitten für über 7 Millionen Euro energetisch modernisiert. Trakt 1 wurde im März 2010 erfolgreich fertiggestellt. Wohl erstmals wird in Deutschland ein Bestandsgebäude dieser Größenordnung auf Passivhausstandard gebracht. Und das bei laufendem Schulbetrieb. Ja, das Projekt, was die Stadt Basweiler hier umsetzt, ist ja sehr, sehr ehrgeizig. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben auch am Anfang etwas gezweifelt, ob die Zahlen, die in dem Zusammenhang genannt wurden, noch wirklich erreichbar sind. Wir reden da über eine Energieersparnis in einer Größenordnung von, ich glaube, etwas über 90%. Und das ist ja eine unglaubliche Zahl. Wenn mir einer als Hausbesitzer sagt, du kannst 90% Energie sparen, da würde ich ja da auch erstmal drauf abfahren. Doch damit nicht genug. Zukünftig werden die jahres- und tageszeitlich unterschiedlichen Betriebsweisen überprüft und das damit verbundene energetische Verhalten einer Schule im Passivhausstandard dokumentiert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden spätestens dann die letzten Zweifler verstummen lassen. Denn so ganz können es noch nicht alle glauben, dass man tatsächlich über 90% Heizkosten sparen kann. Wir werden ja auch in den nächsten Jahren über ein sogenanntes Monitoring den Energieverbrauch des Gebäudes verfolgen und werden dann auch feststellen, dass die Werte erreicht werden. Und wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2011 mit den gesamten Baumaßnahmen abgeschlossen haben. Dann werden bereits die ersten Ergebnisse des Monitorings vorliegen und können anschließend so aufbereitet werden, dass sie auf andere, in der Größenordnung vergleichbare Projekte übertragen werden können. Der Heizwärmebedarf wird von jährlich 220 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf 15 Kilowattstunden reduziert und erfüllt damit den Passivhausstandard. Geheizt wird nicht mehr wie bisher mit Öl, stattdessen setzt die Schule auf den Einsatz erneuerbarer Energien und heizt mit Erdwärme. Sanierung ist ja eigentlich die Anforderung der Zukunft, das heißt auch hochwertige energetische Sanierung. Und hier wollte man einfach ein Pilotprojekt starten, um zu zeigen, ist es machbar, auch also so einen extremen Standard auch in Schulbauten umzusetzen. Es ist machbar. Es ist machbar, also es ist durchaus auch realistisch. Es ist, denke ich, auch wirtschaftlich. Das heißt, die Maßnahmen, die wir jetzt durchführen, ist ja eine Sanierung, die wir für die nächsten 30, 40, 50 Jahre machen. Das heißt, die Sanierung geht auch einher mit einer Neugestaltung teilweise und einer Verschönerung der Innenräume, auch mit einer Erneuerung der Datentechnik. Also wir machen hier die Schule auch up to date, was auf die zukünftigen Anforderungen betrifft. Bei einem Objekt, was 30, 40 Jahre alt ist, gibt es sowieso diesen Sanierungsstau, der auch beseitigt werden muss. So, wenn man diese Dinge jetzt eh angeht, wenn man eh Fenster erneuern muss, dann ist es so, dass diese Maßnahmen durchaus wirtschaftlich sind. Die Sanierung bringt also etliche andere Vorteile mit sich, zum Beispiel eine optimale Beleuchtung, die sich automatisch den Bedürfnissen anpasst. Deutlich verbessert wurde auch das Lernklima. Eine kontrollierte Lüftungsanlage sorgt nämlich dafür, dass die CO2-Konzentration in den Klassenräumen gering bleibt und immer reichlich Sauerstoff zirkuliert. Außerdem wird im Gymnasium Barrierefreiheit geschaffen. Zur Umsetzung des überzeugenden Projektes erhielt die Stadt Fördermittel. Also die Idee entstand daraus, dass das Land damals einen Aufruf ausgesprochen hat, man solle energiepolitisch sinnvolle Anträge stellen. Und das kam bei uns in einer Zeit, wo wir uns ohnehin die Kosten des Gymnasiums angeguckt haben. Wir haben alle öffentlichen Gebäude untersucht und dabei eben die sehr hohen Kosten festgestellt, was sowieso bekannt war, haben diesen Aufruf des Landes genutzt und einen wohl sehr qualifizierten, wie der damalige Städtebauminister sagte, Förderantrag gestellt und die Förderung erhalten.
Basweiler hat eine Vorreiterrolle. Vermutlich erstmalig wurde in Deutschland ein so großes Bestandsgebäude erfolgreich auf Passivhausstandard gebracht. Die Energieeinsparungen werden anschließend im Rahmen eines aufwendigen Monitorings geprüft. Von den Ergebnissen können vergleichbare Projekte im ganzen Land profitieren. Basweiler macht Energieschule.